Waldbauern im westfälischen Schmallenberg schlagen Alarm. Nach der Auswilderung von mehreren Wisente vor 2 Jahren werden nun immer öfter die Spuren sichtbar. Eigentlich dürfen sich die Wisente in dem Gebiet am Rothaarsteig auch gar nicht mehr aufhalten. Denn schon Mitte Oktober hat das Landgericht Arnsberg entschieden, Betreten verboten. Doch an das Hausverbot wollen sich die Tiere irgendwie nicht so halten. Gut, ihr Sozialverhalten ist ausbaufähig. Mit der Körperpflege haben sie es auch nicht so. Und als Stimmungskanonen sind Wisente schon mal gar nicht bekannt. Doch was Georg Droste und den anderen Waldbauern wirklich zu weit geht, ist das hier. Ihre alten Buchen sind für Wisente nichts als ein großer Knabberspaß. Und obwohl es dafür Entschädigungen gibt, sind die Waldbauern mittlerweile genauso angefressen wie die Bäume. Die haben Dutzende Bäume hier geschält und es ist ein Schaden von über 1000 Euro entstanden, nur bei einem Mal durchziehen. Also es ist immens, wenn man sich hier umguckt, man kriegt Tränen in den Augen. Dabei hatte das Landgericht Arnsberg den Waldbauern recht gegeben, hatte den Verantwortlichen des Wiesent-Projekts aufgetragen, ihre freilaufenden Rinder mögen sich doch bitte fernhalten von den Wäldern der klagenden Waldbesitzer. Doch Wisentbulle Eckner gab sich schon bei der Ankunft im Auswilderungsgehege wieder borstig. Vor einer staunenden Journalistenschar flutschten 800 Kilo Wisent durch den Zaun. Eckner war erstmal futsch. Wisente mögen eben keine Zäune und auch das Landgericht Arnsberg gilt unter freilaufenden Wildrindern nur bedingt als Autorität. Also alle wieder einzäunen, wie diese zweite Herde? Für Wisent-Ranger Jochen Born wäre das Projekt damit tot. Viele Optionen hat er auch nicht mehr. Die Wisente von Hause aus nun mal fraßgesteuert und sie gehen da gerne hin zum Fressen, wo es ihnen schmeckt. Und von daher können wir das nur bedingt beeinflussen, indem wir ihnen eventuell leckere Sachen anbieten, wie sie da kriegen, wo sie nicht fressen dürfen. Ja, und von daher sind wir da natürlich in den Möglichkeiten begrenzt, aber wir tun unser Bestes. Den Waldbauern reicht das nicht. Wegen fortgesetzter Unbotmäßigkeiten der 17 wilden Wisente erstatten sie Anzeige gegen den Trägerverein und ein halbes Dutzend weiterer Beteiligter bis rauf zum Umweltminister, wenn schon denn schon. Die illegale Aussetzaktion stellt den schwerwiegendsten Eingriff in das biologische Gleichgewicht und die massivste Schädigung der Landeskultur durch Ansiedeln einer fremden Tierart seit Gründung des Landes NRW dar, heißt es in der Anzeige. Nun ist NRW 69 Jahre alt, Wisente stapfen seit Jahrtausenden durch Europas Wälder, aber es geht in diesem Streit wohl nicht mehr um Fakten. Aber die Gegenseite verfolgt ja was anderes und das ist uns auch klar gesagt worden vor Gericht und auch sonst öffentlich, nämlich dass das Projekt abgebrochen werden soll. Das wollen wir verhindern. Was tun mit den schwer erziehbaren Tierchen? Es gibt Lösungen, die verbieten sich von selbst. Auch wenn mancher eingefleischte Wisenthasser heimlich davon träumen mag. Eine echte Lösung muss konsensfähig sein und vor allem praktikabel.